Mit dem Schlussbild aus dem letzten Teil starten wir in einen neuen Teil, Bastelabend Teil 7. Ja, und dann gibt es hier noch ein paar ältere Bilder. Ich hatte also mal für ein Modul von Possendorf mal die Digitaltechnik fotografiert. Das ist also ein System aus Schweden, nennt sich Möllehem und was sich also sehr eignet, gerade für solche Module, um da die Weichen und Signale zu steuern. Ich hatte etwas Sorgen, dass ich, wenn ich da begrase, dass das also den Modulen irgendwie schadet, ne, den Digitalmodulen. Deshalb habe ich sie abmontiert und musste natürlich alles, was da angeschlossen war, irgendwie markieren. Und ja, deshalb also diese Fotos, um das dann zu belegen. Wir haben jetzt hier links unter anderem einen fünffachen Weichendecoder. Dann haben wir hier den Netzanschluss. Hier nochmal etwas größer, der versorgt also das Ganze mit Strom. Und hier dann einen Servo mit einer gedruckten Halterung, der dann quasi unter der Weiche sitzt und die dann antreibt. Kommen wir zum nächsten Abenteuer. Ich habe mir also eine Airbrush-Kabine geholt und habe dann versucht, die Wagenkästen und den Güterschuppen mal etwas Farbe zu gönnen. Also als die 3D-Druckgrundfarbe ist dann doch nicht so berauschend. Ja, hier ist der Wagenkasten noch mal ein bisschen näher. Der steht also dann am Ende des Bahnhofs und hat sich im Gegensatz zu dem, der weiter vorn steht, ne, leider nicht erhalten. Ne, der vorn ist ja mittlerweile auch weg, wohin, wo auch immer er jetzt gelandet ist. Ja, Airbrush ist dann auch nicht so einfach, vor allem wenn man in einer Hand das Handy hat und im anderen versucht jetzt hier irgendwas zu machen. Das Ergebnis war jetzt irgendwie nicht so berauschend, zumal diese Sprühpistole, die ich jetzt hier hatte, die war also, naja, die war eher so für winzige, feine Arbeiten. Ich habe die dann nochmal gewechselt und dann sah es auch etwas besser aus, ne? Also das ist hier so mühsam ernährtes Eichhörnchen. Das ist also hier eher suboptimal. Ich muss auch gerade sagen, ich habe ja da auch keine Erfahrung. Das ist so nach langer Zeit wieder das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ja, und dann haben wir hier die vorläufig ersten Ergebnisse, also den fürchterlich fleckigen Güterschuppen, der übrigens noch jetzt eine Schicht gekriegt hat, jetzt nur eigentlich ganz annehmbar aussieht. Ich habe ihn dann von innen nochmal schwarz angesprüht. Einfach, der soll ja beleuchtet werden. Und auf dieses Schwarz habe ich dann noch deckend mit Weiß gesprüht. Naja, das sind ja ein paar Unfälle passiert, aber naja, ich brauche halt noch ein bisschen Übung bei der ganzen Geschichte. Aber das Ganze geht jetzt so. Es geht halt voran. Ja, was die beiden Wagen angeht, das ist aus meiner Sicht natürlich viel zu dunkel. Das ist die Firma, die die Farbe herstellt, hat das also als diesen Ralton, den ich haben wollte, angeboten. Aber aus meiner Sicht ist das viel, viel zu dunkel. Ja, und dann sieht man jetzt hier die mehr oder weniger dilettantischen Versuche, jetzt die Fenster hier irgendwie weiß zu bekommen. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Es fliegt natürlich erstmal alles weg. Und dann muss man natürlich dann sehen, dass man das irgendwie festhält. Also man hätte es natürlich irgendwo befestigen können, ne? Also schlaue Menschen hätten das getan, aber ja, ich hatte ja so die Farbe schon da drin und dann habe ich hier versucht, da irgendwie das so halbwegs hinzubekommen. Ja, es ist alles, also das ist, es ist halt nicht so einfach, ne? Aber am Ende waren sie weiß und ich werde sie jetzt demnächst einbauen und werde dann irgendeine durchsichtige Folie. Ich muss bloß mal gucken, ob es jetzt irgendeinen Trick gibt, dass man also irgendein kaputtes Fenster darstellen kann. Wobei es eigentlich Blödsinn ist, weil
Naja, der ist ja da relativ neu. Der, also so mit Alterung und so sollte man es da auch nicht übertreiben. Der ist also in dem Zustand, in dem ich ja den Bahnhof haben möchte, ist also alles relativ neu. Ja, und dann gab es noch einen Versuch, nach dem Wechsel der Airbrush-Pistole auf ein etwas neueres Modell, was auch, naja, eigentlich dafür eher so für flächigen Airbrush gedacht ist. Also es war einfach eine Düse drin mit einer größeren Bohrung. Ja, und da ist natürlich nichts mehr mit fleckig. Na, also es ist bald ein bisschen viel drauf hier. Aber es soll dann nach dem Trockenwerden, so es dann erträglich aus. Naja, sehen wir noch das, wie es vorher aussah. Ja, sind sogar da oben noch ein bisschen ein paar Blasen. Na, wunderschön. Aber wie gesagt, das ist ein. Also in Fahrzeugen würde ich jetzt hier so nicht rangehen. Ne? Also das. Ich denke mal, bei den Gebäuden ist das jetzt nicht so wild. Das ist Holz und das ist gestrichen. Und da, ich denke mal, da bilden sich auch im Original dann mal ein paar Blasen, weil der Hilfsarbeiter dann da irgendwie, naja, dann doch nicht so das alles im Griff hatte. Na, also ganz so wie ich bin, also jetzt hier Airbrush-Hilfsarbeiter. Aber ich war dann ganz zufrieden. Ich habe bloß jetzt nochmal, als ich das Schwarz und Weiß innen nochmal bearbeitet habe, habe ich leider dann so ein bisschen ein paar weiße Flecken außen, die werde ich dann allerdings mit dem Pinsel dann korrigieren. Na, hier habe ich sogar Handschuhe angehabt, als ich das heute nochmal gemacht habe. Da hatte ich keine Handschuhe an, da hatte ich dann farbige Finger. Was ja, sicher auch nicht so toll ist. Ja, was gibt's noch Neues? Es gibt neue Transportkisten für meine Fahrzeuge. Hier die Güterwagen, erst die öffnen, die gedeckten. Dann haben wir hier so ein bisschen was hier übrig bleibt. Na, Schnellzugwagen. Ja, da ist noch nicht alles fremotauglich, weil da noch einiges mit NEM-Rädern da rumfährt. Hier haben wir auch nochmal Epoche 1 Fahrzeuge. Ja, und das sind die alten Kisten, die habe ich weggegeben. Und das sind die ganz alten Kisten. Das sind also irgendwelche Mainboard-Kisten. Da habe ich also auch noch ein paar. Die sollen aber auch abgelöst werden. Das nächste Projekt betrifft wieder Possendorf. Und zwar gab es hier einen Übergang, der so ähnlich entstanden ist, wie wir das in Klein-Nahndorf gesehen haben. Also mit dieser Mischung. Als der hier auch der Bahnsteig gemacht ist. Das hat der Kollege in meiner Abwesenheit gemacht. Mir hat es nicht so gefallen. Er macht sonst immer geniale Sachen, aber da ist, naja, das war nicht so meins. Weshalb ich das jetzt hier wieder runtergenommen habe und den Übergang aus Holz machen wollte. Ja, dann habe ich so diverse Tests gemacht, weil ich echte Probleme mit meinen Lampen habe. Die fürchterlich geflackert haben. Bei Fotos geht's, aber bei Video war es ein bisschen schwierig. Ich habe das Problem zwar mittlerweile gelöst, aber die Aufnahmen, die dann gleich kommen, die sind in Schwarz-Weiß, weil da dieser Effekt dann nicht mehr auffällt. Ja, bleiben wir noch bei den Farbbildern. Was habe ich für Holz genommen? Ich habe versucht, hier mich bei McDonald's einzudecken und dort also die Kaffee-Rührstäbchen, die sind also so irgendwie 1,5 hoch, ne, also 1,5 mm und die jetzt hier zu verwenden. Ich habe auch nicht gesägt, ich habe einfach das hier weggeknipst und dann das Ganze ein bisschen beschliffen und das sollte also mein Übergang sein. Was ich da nicht bedacht habe, im Steinbruch habe ich es sehr ähnlich gemacht, aber da sind ja Code 83 Gleise. Jetzt haben wir hier Code 60 und dann funktioniert das natürlich nicht mehr in der Höhe. Ne? Ja, und dann muss man natürlich, nachdem man es geschnitten hat,
muss man natürlich das alles noch ein bisschen beschleifen, also immer die Ecken ein bisschen, die Kanten ein bisschen rund machen. Dann immer mal probieren, ob es hinpasst. Na, das ist jetzt schon das zweite, das erste ist schon drin. Oder liegt zumindest drin. So. Naja, und jetzt muss man dann links und rechts außen noch was dazu bringen. Ja, dann habe ich hier die Außen angeklebt. Ich kann dann auch gleich dazu sagen, die habe ich dann wieder rausgerissen. Hatte einfach den Grund, das hatte ich ja gerade erzählt. Das Profil ist natürlich viel niedriger als das beim Steinbruch. Und da war das Holz einfach zu dick. Ne? Das heißt, wenn da, ich habe dann versucht, mit dem Wagen dort lang zu fahren, also den da lang zu schieben. Und der lief also immer auf dem Holz auf. Das ist bei den Wagen vielleicht jetzt nicht so schlimm. Aber wenn es die Lokomotive aushebt, dann kriegt es natürlich keinen Strom mehr. Und deshalb, ja, ist das gleich wieder rausgeflogen. Ich habe dann noch ein dünnes 1 mm Balsaholz gehabt. Das habe ich dann dort eingeklebt. Das sehen wir dann noch im Laufe des Videos. Ja, man macht halt immer mal Aktionen, die, naja, die sich nicht so bewähren, wo man dann leider da nochmal ran muss. Naja, man fummelt dann halt lange herum, um das dann richtig in Form zu bringen. Ich brauche auch einen kleinen Spalt im Gleis. Na, dass also die genug Platz haben, dann da vorbeizufahren. Ja, dann kommt das mittlere Brett noch rein, was also so schon geschnitten ist, dass es also unterbrochen ist. Ja, und dann läuft ihr doch glatt in den Sektorsbild. Na, also wenn ihr sowas seht bei euch zu Hause, das ist eine Trauermücke. Na, da müsst ihr nach euren grünen Pflanzen gucken. Die wachsen dann nicht optimal. Na, braucht aber kein Gift. Da ist, gibt es da hier irgendwelche Klebefallen, gelbe, da kann man die dann ein bisschen dezimieren. Gut, aber wir machen jetzt erstmal weiter und fügen jetzt hier noch das kleine Stück ein. Ja, und dann natürlich noch die Hölzer an den Seiten, na, die dann sozusagen den Übergang komplettieren. Wie gesagt, die habe ich dann hier mühevoll eingeklebt und habe sie dann auch wieder rausgerissen. Einfach weil es, naja, nicht so gepasst hat. So, der Leib, der übersteht, der muss natürlich auch wieder weg. Na, ich meine, der wird dann zwar farblos, aber der glänzt, ne? Also hier. So, mal gucken, das könnte jetzt schon die Version sein, wo ich es dann wieder rausgerissen hatte. Ja, so ist es. Und dann gibt es also hier die etwas schmaleren Brettchen. Das ist so schmal, das ist also so dünn, das Material. Das habe ich also hier mit dem Cuttermesser geschnitten. Was auch nicht so einfach ist, weil natürlich das kein Sperrholz ist. Das folgt dann Sachen, den, so wie es also gewachsen ist, ne? Den Fasern. Es kann sein, dass ich es mit der Schere geschnitten habe, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oh, hier kommt sogar wieder Farbe durch. Gucken wir einer an. Gut, das jetzt war dadurch, dass ich die. Ja, das mit den Lampen war es so. Ich habe also noch eine Lampe, die, also so eine RGB-Lampe, die aber auch flackert, wenn ich das Weiß anmache. Und dann wird halt irgendwas zusammengemischt von den Farben, was eigentlich so ein Gelbton sein sollte. Aber das ist dann irgendwie ins Rote und Lila abgedriftet. Das ging ja gar nicht. Also ich habe das mit der Lampe nicht in den Griff gekriegt. Auch hier dann mit Korrigieren nicht. Deshalb halt jetzt hier diese fast schwarz-weißen Aufnahmen.
Oh, sieht ein bisschen Farbe, schimmert durch. Meine Hand ist nicht so ganz schwarz-weiß und der richtig rote Schraubenzieher. Ich sage immer noch Schraubenzieher, ne? Der ist eigentlich ganz rot, ne? Nicht so. Ja, inzwischen haben wir jetzt hier die neuen Hölzer hier eingefügt und richten sie aus. Ja, und dann natürlich noch den Versuch, das Ganze zu altern. Hier haben wir einen, gehen wir wieder zur Farbe zurück. Es ist nicht berauschend, aber es ist jetzt ein bisschen besser als das, was wir jetzt gerade schwarz-weiß angucken mussten. Ja, ich bin also hier so ein bisschen mit Pulverfarbe drüber gegangen. Oder Pigmenten, ne? Also ohne. Ja, das nimmt ja das Holz, nimmt das ja dankbar auf. Mach ich dann mal drüber. Und dann bleiben die Pigmente hoffentlich im Holz, ne? So, also man bringt es hier am Rand auf und dann wird das einfach so ein bisschen, naja, nennen wir es mal verrührt, ne? Das soll ja vor allem auch in die Ritzen. Und also hier sieht man auch noch, ich habe dann so ein bisschen noch paar Löcher reingemacht, ne, mit der spitzen Pinzette, die dann sozusagen die Befestigung andeuten soll. Da muss ich bei dem Balsaholz aufpassen, dass ich nicht spalte. Ja, hier haben wir dann nochmal ein Schwarz-Weiß-Bild mit der fertigen Alterung. Das, ja, Effekte hat mir einfach hier gefallen. Deshalb habe ich es noch mit reingenommen. Ja, und dann, nachdem ich das mit den Farben wieder in den Griff gekriegt habe, habe ich das hier nochmal aufgenommen. Ja, das nächste Thema betrifft Fahrzeuge. Und zwar gibt es jemanden im Fremo, der Firma Rocco, die diesen ehemaligen Fleischmannwagen verkaufen. Da in einer anderen Beschriftungsvariante, wo einfach das Beschriftungsfeld fehlt, ne? Also die Nummer, die Bauart und die Nummer, ne? Sehen wir hier in der Mitte des Bildes, ist also Essen 3300 und bietet die jetzt an mit Beschriftungssätzen. Und naja, da muss man natürlich die Beschriftungssätze selber drauf machen. Das habe ich jetzt auch gemacht, als ich da gefilmt habe. Ne? Also meine Erbrush-Versuche war auch dieser Wagen mit dabei. Ja, und was ist passiert? Ich habe das also aufgebracht und als ich denn dann, ich will dann Klarlack drauf machen, um das zu fixieren. Ja, was ist passiert? Auf einer Seite ist das Abziehbild einfach weggeflogen. Ja, bei den beiden Wagen steht dann als nächstes die Alterung an. Allerdings ist dann noch eine neue Panne passiert. Und zwar, als ich den Güterschuppen innen weiß gesprüht habe, stand dummerweise der Wagen noch drin. Den hatte ich da vergessen rauszuräumen. Und er hat also einen schönen weißen Schleier jetzt gekriegt, den ich nicht wieder abkriege. Und ja, der hat halt was ins Kalkwerk gebracht und hat da eine Ladung abgekriegt von dem Kalk, weil nebenan irgendein anderer Wagen beladen wurde. Gut, sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Eigentlich sollte er eher einen schwarzen Schleier haben, aber naja, mal sehen. Das ist, glaube ich, der ist dann, glaube ich, einzigartig im Fremo. Ja, und hier haben wir das letzte Thema für heute. Das ist quasi, naja, so eine Art Luftbild, auch wenn es hier in der Kurve nicht aktuell ist. Also die Kurven sind natürlich jetzt mittlerweile begrast. Das ist also ein finsterer Plan, den wir haben. So wollen wir gerne ausstellen. Und das muss allerdings noch, naja, das muss noch bestätigt werden, dass wir den Platz überhaupt haben. Und da müssen wir mal sehen, dass wir einen etwas besseren Betrieb machen, als wir das
in Berlin hinbekommen haben. Ja, wo ich allerdings auch fürchterlich krank war. Na, also hier muss man dann sehen, dass sich wirklich immer was bewegt und dass wir also nicht bloß mit irgendwelchen Leuten quatschen, sondern stattdessen denen den Regler in die Hand drücken. Und dass wenn wir schon nicht fahren, dass jemand anderes fährt. Na, also das mit ein bisschen Glück gibt's das nächstes Jahr im Oktober in Bornau zu sehen. Also wer dann Lust und Laune hat, sich dahin zu begeben und vielleicht auch selber mal einen Zug zu fahren, der, ja, hoffen wir, dass das so wird und dass wir den Platz dafür kriegen. Man kann es natürlich auch ein bisschen kleiner aufbauen, aber dann wird es natürlich auch ein bisschen uninteressanter. Ne? Das ist so, naja, in der Kleinheit vielleicht das Optimum, was wir rausholen können. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Macht was draus.